Ich bin mittlerweile, bin ich da jetzt so hinter dir, ganz gerne mal Football zu gucken. Weiß ich, ich habe das Halbfinale der NFL gesehen irgendwie. Das Halbfinale der Irokesen. Die Irokesen? Irokesen-Football. Football. Ja, Irokesen-Football. Wieso Die hatten Football, Irokesen-Football? schmeißen die mit Tomahawks. Ich kenne Tomahawk-Raketen. Das ist auch schon, wenn man sich mal so überlegt, ist ganz schön sarkastisch, ne? Dass die Amerikaner, also es gab ja die Ureinwohner in Amerika, die Indianer und so. Dann kam ja der weiße Mann. Und jetzt wird eine Rakete, also ein Raketenlenkkörper, wird dann einfach mal Tomahawk genannt. Und das waren ja eigentlich die Ureinwohner, die ja eigentlich friedlich waren. Naja. Die waren friedlich. Das sind die Amis. Oh. Das sind die Amis. Was willst du erwarten? Ja, ich habe gerade ein kleines Problem. Er hat sich in die Botanik verwickelt. Was kommt? Scheiße. Oh Gott. Wie konnte ich das denn machen, ey? Ich habe nicht aufgepasst, ey. Scheiße, ey. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, so hat sich noch keiner hier festgefahren, ey. Let's multiplay live. Wenn ihr lebt und lebt. Verdammt, ey. Naja, aber die Amerikaner sind ja auch nicht besser als die Deutschen, als die Franzosen, Spanier, Portugiesen, Großbritannien, Niederländer, Italiener, Russen, Chinesen, Türken, Japaner, ja, und auch Ja, so weitere. Sind eigentlich. alle Massen da sind das. Tschüss! Tschüss, Strohballen! Wollt er weg? Ja. Mach Schnell wieder hinterher zum rennen. Arzt, ne? Aufhalten. You have failed. Du hattest eine Aufgabe. Na, bleib stehen. Jetzt ist er wegpackt. Mist, hier ist keine Kollision. Hier ist Kollision drin. Ich muss wieder aus der Innenricht fahren. Schade, dass er nicht aufnimmt. Warte, wo bist du denn? Da vorne bist du doch. Ach, da rollt er doch. Ich sehe ihn Alter, mein Fett. Der ist. Oh, er wackelt noch ein bisschen. Nee, jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt rollt er. Er rollt weiter. Ja, wahrscheinlich rollt er bis zum Ende der Welt. Das ist nicht The Rolling Stone, das ist Rolling Heuballen. The Rolling Hayball. Throwball. Throwball heißt es, glaubt, oder? Heuballen. Hey, oder? Also Hay ist doch. Was? Throwball. Stroh. Straw. Nee, Strawberry Strohballen. ist. Strohballen. Straw ist Erdbeere. Stroh heißt, Straw. Straw, ja. Wo heißt das Straw, oder? Ach, was ich? Keine Ahnung, Strawberries. ist auch egal. Heißt nicht Screw? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ist mir auch egal. Er rollt weg. Ihn Er hätte rollt ich weg. Egal wie er heißt, er rollt weg. Lass sie nicht entkommen. Rolling Stone. Ja. Auch eine schöne Band. Also nicht schön die Musiker, sondern die Musik. Ja, das war Hast du klar. ja schon gedacht, ne? Bist du voll, Smirnoff? Nee, noch nicht. Noch ein paar Gläser, aber dann. Ist dein Mähdrescher voll? Der braucht auch noch ein Noch paar Papa. Körner. Okay. Er hat 68% hat er. Ach, ich kann es hier oben ablesen. Ja, ich wollte nichts sagen. Oh, komisch, Selbstmerk, aber nee. Ob du das nochmal in dieser Session hinkriegst? Ich weiß nicht. Ja. Wahrscheinlich werde ich es auch in den nächsten Sessions nicht hinkriegen. Das Ding ist schon ewig lange da drin, aber ich. Ja. Ich Wo weiß ist auch welches nicht. Ding so lang drin? Komisch, damals hast du es immer gesehen. Ja. Oder die anderen haben es dir gesagt. Eins von beiden. Ich weiß nicht, was es war. Hab Mitleid mit mir, ich bin. Obwohl, stell dir mal vor, du sitzt im Real Life im Schlepper. Und guckst da oben links und siehst nichts. Scheiße! Anzeige ist verbuggt! Krieg mal ein Patch raus. Entschuldigung, ich möchte gerne meinen Case zurückgeben. Ich habe die Anzeige oben links nicht. Hä? Welche Anzeige? Die Anzeige, wie voll die anderen sind. Er denkt dann auch, wahrscheinlich bist du voll. Ja. Oh, ich bin bei 92%. Nein. Case und so weiter. Ja. Ich habe von New Holland eine Nachricht bekommen. Wundersamerweise, hätte ich niemals erwartet. Was wolltest du denn von denen? Ich habe denen vorgeschlagen, dass man beim Häcksler Ja. doch einfach so ein Gummischnüffel dran machen kann. Ja. So ein Schnüffelstück. Ja. Dass das die ganze Kacke nicht einfach über einen Anhänger drüber fliegt oder über einen Traktor und sowas. Ja.
Und die haben gesagt, die werden jetzt mal sowas sich besprechen und mal gucken, ob das funktioniert. Nicht schlecht. Ja? Hast du leider kein Patent drauf angemeldet, ne? Will ich auch nicht. Ach so. Was reicht schon, wenn ich das sagen kann, ey, das ist meine Idee. Geil, oder? Ja. Naja, wenn man überlegt, dass all die Gangenskacke auf dem Feld dann rumliegt und sowas, ist bestimmt immer mindestens bei, keine Ahnung, 17 Felder, die machen, eine Tonne mindestens, die verschwendet ist. Ja. Nicht sogar mehr. Da fällt mir ein, wo du gerade sagst, guck mal, das ist meine Idee. Ich bin ja früher mal so durch die Stadt gelaufen, ne? Und irgendwann. Nein. Doch. Er hat das Laufen entdeckt. Ja. 50 Millionen Männer haben es verdattelt, aber er hat es entdeckt. Ich habe die Stadt entdeckt, ja. Ja. Nee, und da kam so ein. Da lief so eine Mutti mit ihrem Kind so darum, ne? Und dann kam das Kind auf mich zugelaufen und meint: Papa, Papa, Papa. Und die Mutter ganz so, ich so, was sind jetzt hier noch? Und die Mutter so, nein, das ist nicht dein Papa. Papa? Ich so, nein, ich bin nicht dein Papa. Papa? Ja, es ist sehr, sehr unterhaltsam manchmal gewesen. War, dass deine Frau nicht daneben dran war. Ja. Erstmal eine Ohrfeige. Sollte ich da was wissen? Ja. Ich glaube, der Anhänger ist voll, nehmen wir den hinteren Anhänger. Ja, ich versuche da schon schneller zu fahren. Der vordere ist voll. Ich habe einen Charlie gemeint. Achso, den Charlie, achso. Guten Morgen, Flo. Ja, aber mein vorderer ist auch voll. Ja, das glaube ich auch, dass der vordere Fahrer voll ist. Und der hintere ist jetzt gleich auch voll. Jetzt ist er voll. So, dann fahre ich mal hier. Ja, das, ich glaube, das kriege ich noch alles in den Mähdrescher rein. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, du bist ja bei 5% erst. Dann hole ich mal hinten den Bergmann-Ladewagen. Ist doch ein Ladewagen, oder? Ja. Ja. Uah, ja, hat's auch geleckt bei dir. Geronimo! So. So. Obwohl, das wäre eigentlich auch krass, wenn du es mir so belegst. Wenn du so eine Inspektoranzeige real in einem Schlepper drin hättest. Ja, das stimmt. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Er hat den hinteren abgehängt. Na, klasse. Naja, wie willst du denn das machen? Man müsste, wenn schon nach Gewicht das machen, die Anzeige. Da musst du wiederum berechnen, ob das Korn zum Beispiel ein bisschen zu viel Feuchtigkeit hat. 5% mehr Feuchtigkeit kann schon eine halbe Tonne ausmachen. Also bei meiner Mutti in der Arbeit, da machen sie das ganz nach Augenmaß. Denk mal, das könntest du kannst so, doch, du mal, kannst so mit der Laser, so mit der Laserschranke Strom abrechnen. Ja, du kannst auch, die Füllstandsanzeige vom Anhänger mit dem Laser machen. Da wäre dann wiederum das Problem, dass bei zu trockener Fahrt, dass es dann zu staubig ist. Durch der Laser. Ja. Na, ah, stimmt auch wieder. Ja. Ah. Dann halt ein Laser mit einer Bürste. Da müsste höchstens mehrere solche Systeme einbauen. Nein, du könntest aber wie beim Tank eben, dass du so einen beweglichen Dings drin hast. Schwimmer? So ein Schwimmer, genau. Ja, und wie möchtest du machen? Mit dem Schwimmer musst du aber vom Gewicht her machen, oder? Oh. Ja, stimmt. Und Gewichte, wie gesagt, also der Schwimmer muss auch immer auf dem Boden bleiben. Oh nein, siehst du, das geht gar nicht hier rein. Wer hat den Bergmann hier hochgefahren? Keiner will es gewesen sein. am Ende war es nie einer. Ja, stimmt, den Schwimmer musst du irgendwie beweglich machen. Das ist schon gar nicht so einfach. Du könntest aber auch einfach, du kannst doch einfach den Lehrling hinten reinschmeißen und der beruft dann, wenn es voll ist. Sobald du das Winken und Rufen nicht mehr hörst und siehst, ist das Ding voll. Ja. Du könntest aber links und rechts an den Hängern könntest du so kleine Einsparungen. Webcams. Ja, Webcams, das würde auch noch gehen. Aber so kleine Fächer einbauen. Und wenn dieses Fach voll ist, dann wird ein Sensor ausgelöst und der Sensor sagt dann halt eben voll. Dann baust du die halt ein bei 25, 50, 75, 100%. So.
eigentlich auch du brauchst doch quasi nur, wie du ohnehin schon hast, so ein Sichtfenster. Und wenn du hinter dem Sichtfenster den Laser machst, dann wird der Laser auch nicht schmutzig. Stimmt. Aber nein, Glas. Es geht ja nicht, dass der Laser schmutzig wird. Es geht darum, dass der Laser das Signal nicht mehr zum Endpunkt schicken kann, weil dann die Staubschicht ist. Ja, ja, stimmt. Ist ja auch auf dem Glas drauf. Machst du weiter. Und ich würde meinen Arsch drauf haben. Garantiert so eine Anzeige. Wer komplett hinten ein Sichtfeld machen. Können wir auch vorstellen, dass es eine Anzeige Und dann könnte man wie beim Ladewagen das statt nach vorne immer wieder nach hinten pressen lassen. Ja. Also nach hinten schicken lassen. So könnte das dann eventuell funktionieren. Aber es ist natürlich die Frage, ob das bei Kleinkönigen Sachen funktioniert. Oder ob es nicht einfach immer wieder runterrollt. Ja, weniger. Ja, glaube ich auch nicht. Da müsste man schon ein Band benutzen dafür. Ah, warte mal, da, im Akkuliner, im Akkuliner passt das rein. Sehr schön. Dann nehme ich da den Akku aber rein. Wenn du das über Druckknöpfe machst, kannst du die ja quasi über die komplette Höhe verteilen. Machst du einfach Druckknöpfe und wenn die Frucht dagegen drückt, hast du deine Füllstandsanzeige. Ja. Stimmt. Oder so. Das wäre wahrscheinlich der einfachste und beste Weg. Wo sollten die Druckknöpfe angebracht sein? Den ja, egal wo. An den Seitenwänden. Die kannst ja an allen vier Wänden quasi. Das würde funktionieren. Ja, die Wand in die Richtung, die gekippt wird, da würde ich es nicht unbedingt machen. Ja. Also die Bordwand, die hoch geht zum Kippen, da würde ich es nicht dran machen. An die anderen kannst du es dran machen. Dann hast du auch die Begrenzung wieder, dass du nur eine Seite immer befüllen kannst, von einer Seite. Also man muss es halt ausstellen, dass man sagen kann, alles klar, die linken Knöpfe funktionieren und dann erstmal nur die rechten halt. Ja, das kannst du dann einstellen, das ist ja dann, soll ja kein Ding sein, aber die Sensoren, du kannst ja dann aussuchen, welche Sensoren du nutzt. Du könntest doch einfach sagen, dass du die an die hintere Wand ran, also an die oder an die vordere Bordwand ran machst. Also nicht hinten, wo entlarmt wird, sondern an die vordere Bordwand. Das ist ja so gesehen. Wir machen uns Gedanken über Sachen, das ist mal wieder der Hammer. Ja, finde ich auch, ey. Wir haben eh nicht dafür bezahlt. Oder du machst es halt einfach so, wenn es oben rausblubbert, ist voll. Ja. Ja, stimmt, ey. Das ist, glaube ich, immer noch das Zuverlässigste. Das mache ich beim Feiern auch immer so. Wenn es oben rausblubbert, bin ich voll. So, wo steht ein Smirnoff? Warte mal. Unten. Am unten? Ende des Feldes, unten. Ach so, am anderen Ende, okay. Also ich glaube, dass es eigentlich schon Anhänger gibt, die wo mit Gewichtssensoren arbeiten. Also wenn dann so viel Gewicht ist bei dem Produkt, also bei der, das dann halt. Ja, du kannst ja auch einen Stoßdämpfer, ne? Oder die Stoßdämpfer, Pump, fertig. Ja, da hast du halt wie gesagt mit der Feuchtigkeit das Problem. Es sei denn, da muss natürlich ein Feuchtigkeitsmesser drin sein, der das misst, wie feucht das ist. Und der darf auch. Ja, das ist aber auch kein Problem. Ja, aber theoretisch darfst du ja mit dem Anhänger sowieso nur eine gewisse Anzahl an Gewicht laden. Ja. So, das heißt also, selbst wenn das Ding irgendwie... Welchen Bauern interessiert, wie viel Tonnen das da in seinen Anhänger drin liegen? Spätestens dann, wenn er... du darfst nicht vergessen, die Bauern haben Sonderrechte, gell? Ja. Kriegt man extra haben was. Ja. Aber was? Nicht überall. Doch. Nein. Nur bei der Erntezeit haben sie Sonderrechte, zum Beispiel mit den extra Schwerbeladung der Anhänger. Wenn sie so einen ganz normalen Transport von, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, alles klar, ich habe jetzt hier daheim 30 Tonnen Getreide liegen und die will ich jetzt zum Berg fahren, dann darf er zum Beispiel nur 24 Tonnen hinfahren, ist einfach nur ein Beispiel von Zahlen. Naja, so aber woher will die Polizei denn wissen, ob du gerade zum Werk fahren willst oder ob du vom Feld kommst? Das interessiert die Polizei doch nicht. Ja. Im November werdet, glaube ich, auf der Hand, oder? Ja, genau, wollte ich sagen, wenn draußen Schnee liegt und so weiter. Und du dann mit Weizen fährst. Ja, ich habe dieses Jahr ein bisschen spät geerntet, Herr Polizist, ne? Außerdem wollen Sie mir erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe? Erzähle ich, wie Sie Ihren Job machen müssen? Nein, also. Lassen Sie mich meinen Weizen hier weg, weil ich gerade frisch vom Feld geholt habe. Ja, aber draußen liegt doch Schnee. Ich habe den draußen gerade geholt. Das ist Winterweizen. Ja, genau. Ne? Man muss nur mal in den Kommentar kommen, es gibt auch Schnee im Sommer. Ja. Dann auf den Spot mitfahren. Ja. Ich bin verdammt spät dran, ich hab keine Zeit. Ja. Ich hab verschlafen. Das halbe Feld ist noch voll, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Ja. Das wäre mal eine Maßnahme, ja.
Ja, dann kannst du höchstens sagen, hey, wir arbeiten auch so wie vor Opas Zeiten hier, weißt du? Ja. Mit der Sichel. Das Pferd steht auch noch auf dem Feld. Mit der Sichel wird gerne mit dem Schlepper über Zell gefahren, wa? Ja. War ich sehr interessant. Ja, der Fortschritt, der hält halt langsam Einzug, ist ja, ne? Irgendwo muss man anfangen. Ja. So, was siehst du? Ich sehe gar nichts. Nee, ich weiß nicht. Hab das letztens zufällig gesehen bei Frag den Landwirt. Da gab's, da hat sich der eine drüber ausgelassen, dass die Verbraucher doch so, die wollen perfekte Früchte haben, die nicht gespritzt sind, wo keine Stellen dran sind, aber möglichst billig und günstig, und so weiter und so fort. Da hat sich mal richtig schön ausgelassen. Fand ich sehr gut. Ja. Müsst ihr mal gucken, frag den Landwirt.de. Ja. Da gibt's einen schönen Beitrag darüber. Doch, was die Verbraucher alles wollen und aber eigentlich gar nicht zahlen wollen. Ich sag mal so, ich will auch einen Apfel, der komplett 1A Qualität hat. Ja, aber wenn ich ungespritzt. Wenn ich auch von mir aus ungespritzt, wenn ich schon einen Euro für den scheiß Apfel zahlen muss. Ja, aber die Frage ist ja, was kostet so ein Apfel in der Produktion halt eben, ne? Ja. Und es gibt halt, wenn die ganzen Bauern und Landwirte pleite gegangen sind, dann hast du keine Apfel mehr. Nee, das stimmt. Naja, vor allem das Problem ist halt eben, du als Verbraucher oder wir als Verbraucher wollen halt einen perfekt aussehenden Apfel haben, der keine einzige Stelle hat, weil alles andere lassen wir sowieso im Supermarkt liegen, wollen dafür aber möglichst wenig zahlen, also für einen Apfel irgendwie 20 Cent so ungefähr, möchten aber, dass das ganze Ding genfrei ist, möchten auch, dass das Ding nicht gespritzt wurde, also nur organisch gespritzt wird und stellen halt so viele Ansprüche an das Produkt, aber sind nicht bereit, dafür dann halt mehr zu zahlen. Und das ist halt das ja. Problem. Ich sag mal so, also wie gesagt, für ein 1A-Produkt zahle ich auch gerne 1A-Preis. Ich sehe es halt nur nicht ein, dass ich jetzt für ein Produkt, was minderer Qualität ist, den genau gleichen Preis zahlen soll wie ein 1A-Produkt. Ja, da hast du natürlich grundsätzlich hast du natürlich recht, aber die Frage ist natürlich, wer macht den Preis? Weil der Landwirt kann das Produkt bestimmt nicht oder verkauft das Produkt bestimmt nicht so teuer, sondern es ist der Supermarkt oder die Einzelhandelsketten, die da richtig schön Geld mitmachen. Naja, das. Musst du mal gucken. Hm? Wer wollte was? Charlie, wolltest du sagen, ne? Nee, ich lausche nicht. User joined your channel. Und zwar kann ich dir das Heft empfehlen. Und zwar. Hallo, John. Das Geo-Heft und zwar Kapitalismus. Da steht auch sowas schön drin beschrieben. Okay. Dann müssen wir mal nur zur Genüge führen. Alter, ich fahre da eine Viertelstrecke und dann habe ich schon wieder einen Ballen beieinander. Ja, das ist gut gepresstes Stroh. Ich bin auch so. Machen wir mal einen Drucktest. Einen Drucktest? Ja. Den mache ich jeden Morgen. Oh, der hat auch ein bisschen gedauert bei euch, ne? Ja, der war ein wenig kalt. Mehr als ein feuchter Furz kommt auch nicht raus, oder? Morgens? Ja, nee. Mach ich auf der Arbeit immer dann. Damit jeder was davon hat. So, kippen wir nochmal aus hier. Also geil, während Charlie hier 2, 3, 4 Bahn fährt, fährt Dings hier nur eine Bahn. Bin schon wieder der Dings. Bin Mr. Dings. Mr. Yay. Dings, ja. Hey, du musst dich umbenennen jetzt einfach. Du heißt ja sowieso, das hab ich eh. Die Frauen nennen mich immer hier Ding. Die sagen immer, pack dein Ding weg. Da musst du dir Gedanken machen. Ja. Auch wenn es bei der 99. Frau versucht habt, die 100. sagt immer ja. Echt? Ja, kommt doch an. Manchmal ist die 100. direkt am Anfang. Oh, tschüss, Strohball. Ist wieder einer weggerollt. Du ein kleines Biest. Wo haben wir denn den Sammelwagen? Der Sammelwagen steht bestimmt noch am Shop, ne? Ja. Dann hol ich den noch jetzt mal. Sammelwagen? Tanken? Achso. Was, tanken? Ja, mich abtanken. Achso. Maybe? Stimmt, ich muss ja auch noch abtanken. Ja, so ein bisschen. So weißt du, knallgelb oben die Anzeige. Hallo, abtanken. Oh, jetzt sehe ich die Anzeige oben auch. Die ist wirklich knallgelb. Du hast nicht gelogen. Ja, ich komme.